Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Alex. Gott, guck mal, wie er hier liegt. Ich bin davon nicht überzeugt. Der Fink. Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Kannten wir den? Mit dem haben wir bestimmt mal geredet. Ja, habe ich noch nie vertraut. Ja, letzte Runde wurden wir ja ein bisschen vom Telefon gestört. Jetzt geht's weiter. Wie soll das alles Ich würde mich ganz gerne nochmal bei den Obrigkeiten hier umgucken. Hier müssen ja irgendwo noch welche sein. Mal gucken, vielleicht können die uns ja irgendwas erzählen noch. Und dann machen wir uns weiter auf die Suche nach Falk, seinem... Seinem Auftraggeber. Können wir denn hier hin? Wo sind denn die Obrigkeiten? Rechts, links? Gibt es hier überhaupt noch jemanden oder ist er beim Aufstand gestorben? Was haben wir hier? Ein Foto. Nochmal Mitarbeiter. Er pennt. Dann lassen wir ihn mal. Dann dürfen wir uns hier bedienen. Hier waren... Ne, da. Elektroschrott. Nehme ich. Okay. Ne, Falk, dann komm mal mit. Dann müssen wir, glaube ich, die andere Treppe da nehmen. Und zwar diese hier. Ach, guck mal, hier, der Erich. Die Aufständigen haben dafür bezahlt, was sie meiner Kuppel angetan haben. Jo. Die sind weg. Meine Scheiße. Du hast es noch immer nicht kapiert, was? Na? Ich hätte nie gedacht, dass die Outlaws so weit gehen würden. Jetzt müssen wir den Horizont im Auge behalten, falls die Alps angreifen. Ja, zu den Outlaws gehe ich gleich. Vielleicht können wir mit denen noch ein bisschen quatschen. Was hier passiert ist. Guck mal, hier können wir alles mitnehmen. Schön. Ach, eine Werkbank, okay. Nummer 2, Nummer 1. Den dürfen wir nicht, die reparieren hier. Ich hab's gewusst. Na, immerhin eine. Und auch wieder ein Dreckswetter hier, ne? So, haben wir hier noch irgendwas Schönes versteckt? Geht's hier lang? Komm mal her. Eine Rolle des Friedens in diesen schwierigen Zeiten. Komm, hier muss auch noch irgendwo was zu finden sein. Belohne mich. Schlafsack. Hier ein Bier. Nehme ich mit. Hier sind so viele Kisten. Hier muss doch so viel geiler Stuff drin sein, wie das hier. Ich hoffe, hier läuft jetzt keine Wache irgendwie rum. Und ich höre eine Kellerassel. Nee, nicht Kellerassel. Wie heißen die denn hier nochmal? Nee, das ist noch Wasser. Gib mir dein Fleisch. Hier noch? Nee, aber da ging noch eine Leiter eben nach oben. Kommen wir hier noch irgendwo hoch? Warte mal. Guck mal, da drüben. Schön. Weg. Wir waren's nicht. Da liegt auch noch was. Ich hoffe, die haben hier keine Kameras. Was? Ich weiß nicht. Die suchen mich jetzt nicht, oder? Komm, Falk, wir hauen ab. Wir verarschen die mal. Jetzt gehen wir hier wieder hoch. Wir kommen nicht rein. Nein. Egal, nehmen wir die Leiter. Und mit wem könnte Falk da gemeinsame Sache machen? Mit dem Boss von dem Outlaws? Das glaube ich aber irgendwie nicht so. Oh, guck mal hier. Keiner da? Die pennen hier auch alle, ne?
Wir können eigentlich auch gerade mal bis zum nächsten Morgen schlafen, damit unsere Gesundheit wieder full ist. Vielleicht hat es dann auch mal aufgehört zu regnen? Nein. Natürlich nicht. Ach, guck mal, da über uns standen sie. Hier wird nicht geklaut, klar. Ja, mach ich ja nicht. Ich behalte mich im Auge. Ja, mach mal. Tschüss. Kamen die jetzt echt, weil ich hier was genommen habe? Ach, da liegt noch was. Na, bis sie weg sind, Falk. Danke. Oh, hier hat auch jemand gehaust. Gut erhaltene Konservendosen, natürlich. Mehr aber nicht. Geht's hier lang? Warum keiner da ist? Dann nehmen wir mal. Amulett des Wissenschaftlers erhalten. Okay. Ach, guck mal hier, Audioaufnahme. Kennen wir die? Willkommen zu unserer akustischen Tour. Im Museum befinden sich überall Audiorekorder, die Ihnen die Geschichte dieses erhabenen Bauwerks näher bringen. Besucher werden gebeten, diese an ihrem Platz zu belassen. Wir danken Ihnen, Ihr Museumsteam. Ja, und wo ist jetzt die Info? Herbert. Herbert aus dem Alde ist auch wieder am Start. Gibt's hier noch mehr von diesen Audiogeräten? Hier, Herbert. Ruhe. So, hier haben wir noch Alex. Das ist dieser große Raum. Ich glaube, hier waren wir schon mal drinnen, ne? Das kommt mir bekannt vor. Irgendwie von da oben sind wir, glaube ich, mal gekommen. Dann doch mal Treppen runter. Die Frage, welche? Nicht, dass wir hier irgendwo gleich in so ein Quartier kommen, wo wir nicht rein dürfen. Na, schade, hier ist nichts. So, komm mal her, sieht hier nach Obrigkeit aus. Na? Gut, dich zu sehen. Was? Gut, dich zu sehen. Ja, mehr nicht. Gut, mich zu sehen. Oh, 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 Leute, das wird aber riskant. Hier gibt es nichts umsonst. Oh, da traue ich mich irgendwie nicht ran. Oh, hey. Hallo? Aufnahme. Die eindrucksvollen Wehrtürme dienten vor allem der Verteidigung. Überfälle waren zur damaligen Zeit nicht unüblich. Heute ist es kaum vorstellbar, dass man in ständiger Angst vor Angreifern leben musste. Aber in der Burg konnten die Bewohner einer Belagerung trotzen. Ja, bring die mal auf den neuesten Stand. Guck dich mal um. Sieht der uns? Ah, jetzt kommt er. Bleibt er bei uns? Ich beobachte dich. Ja, Kacke. Hier gibt es nichts umsonst. Okay, komm, die Kiste lassen wir mal eben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal. Mir war immer klar, dass diese Stadt irgendwann explodieren musste. Jo. Ach, Gottfried. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass hier mehr Roboter stationiert werden. Ohne sie hätte der Aufstand der Outlaws böse ausgehen können. Ja, habe ich gerne gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich das gemacht habe. Aber das ernst gemeint hat? Aber es war mir auf jeden Fall eine Freude. So, dann machen wir uns mal auf den Weg Richtung Outlaws und gucken, was der Falk da mit denen zu schaffen hat. Können wir dir noch was geben? Kaum einer lässt noch etwas springen. Nee, schade. Gut, ich glaube, die Quest, die wir aktiviert haben, ist die von Falk gerade, ne? Wir gehen da einfach mal hin, mal gucken, wo wir landen. Und dann schauen wir auch mal, ob wir auf dem Weg vielleicht nochmal was Neues finden. Wobei wir mittlerweile die Map relativ gut abgegrast haben. Es gab hier und da mal irgendwie so ein paar Orte, wo wir gar nicht reingekommen sind erst. Weil, oh. Stimmt, das ist ein Kampfspiel. Weil war vom... Ach, der lebt noch.
Weil das dann irgendwie verseucht war oder weil es zu heiß ist oder zu kalt, ne? Ich glaube aber, da sind wir immer noch nicht wirklich weiter mit. So ein bisschen Unterhaltung zwischendurch wäre noch cool, ne? Wenn Falk und er sich hier so ein bisschen unterhalten würden. Ich meine, Falk lässt ja ab und zu mal so einen Spruch, aber jetzt auch nicht wirklich, ja, die geistreichsten Dinger, die man je gehört hat. Ach, guck mal, er ist ja auch noch da hier. Den haben wir noch gar nicht in unserem Team, ne? Also nicht den Rudelführer, sondern den Alp, der da steht. Zu dir kommen wir auch nochmal. Gut, du kämpfst mal. Ja, okay. Das machen wir aber später. Jetzt machen wir erstmal Falk. Das wird wahrscheinlich schon wieder eine Weile dauern, bis wir da sind. Wenn wir nicht wieder in irgendeinem Vulkan scheitern. Und ich muss mich auch erstmal wieder so ein bisschen motivieren, ne? Oh, ich muss echt gestehen, so die letzten Tage oder die letzten Monate schon fast, ey, boah, ich habe mich irgendwie nicht aufraffen können, irgendwas aufzunehmen, weil auch andauernd mit dem PC hier irgendwas war, beziehungsweise der nur Faxen gemacht hat. Und dann habe ich es dann einfach aufgegeben. Momentan geht's, aber es war dann echt so, ich habe irgendwie eine Aufnahme gemacht und ja, OBS abgekackt. Was ist denn hier los? Haben die alle nichts an? Ich greife an! Was ist denn hier gemacht? Gott. Darauf war ich nicht vorbereitet. Na, komm schon. Ja, guck mal, wir kriegen Hilfe. Ach Mann, jetzt habe ich den Falschen angegriffen. Sind die jetzt wieder pissig auf mich? Nee. Alles gut. Okay, was hier los? Hier wurden sie überfallen, ja? Dann nehme ich doch gleich mal den Besen mit. Okay. Haben wir davon mal was gehört, dass hier irgendwie Probleme gab? Nee, ne? Löffel. Gott. Okay. Ich freue mich einfach mal über den Loot, den wir hier bekommen. Irgendwas Questmäßiges, dass wir dann jemandem Bescheid sagen können, so, ey Leute, dein Trupp da wurde auseinandergepflückt oder so. Die Ratte war es. Wer ist er hier? Berserker, einfach nur. Schwefelbrocken, Gabel, Elixid. Okay, aber kein Schreiben oder irgendwie sowas. Klopapier. Es gibt noch Klopapier. Na. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Ach. Öllampe. Ach, die können wir auch nehmen. Warte mal. Die hängt da so schön. Okay, dann haben wir hier alles. Ja, tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie helfen hätten können, wenn wir früher da gewesen wären. Jetzt ist auf jeden Fall nicht mehr zu helfen. Warte mal, war das hier was? Ja, ne? Tollkraut. So, dann folgen wir jetzt erstmal dem Weg hier und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie über den Berg kommen. Interessante Kulisse. Ja. Jetzt ein Foto machen. So. Na ihr? Ha!
bleibt einfach stehen. Da kommen noch mehr. Okay, aber die haben uns gerade nicht im Fokus. Bitte. Aussichtsplattform. Komm, hier hat jemand Picknick gemacht. Browser, Heiltrank. Warum? Ich weiß es nicht. Da lang. Hallo. Alter. Nein. Ich hab keine Heiltränke mehr. Halt, mach was. Halt immer nur dasteht. Mann. Ich dachte, er ist ein wahrer Freund. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird die Energie langsam knapp. Können wir denn irgendwo rasten? Der macht mich jetzt fertig, wird mal. Hätte eigentlich so gut gepasst. Oh, der würde mich fertig machen. Komm, wir gehen mal da lang. Hier oben ist doch irgendwas. Hier ist doch unsere Stadt, ne? Da können wir doch bestimmt mal eben rasten. Hallo. Boss ist wieder da. Na, und läuft das Ding mittlerweile? Ist ja nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe noch eine Menge zu tun. Nee. Wie war denn das nochmal? Wo war denn mein Eingang? Hier auf der anderen Seite unten, ne? Oder hier? Hier. Home Sweet Home. Wo ist unser Bett? Da. So, mach mal ein Nickerchen. Können wir auch mal gucken. Vielleicht haben wir schon wieder ein paar Sachen gefunden, die wir hier anknipsen können. Einprägsame Region. Ja, total. Hier, Puzzle. Kartenstück 8 hinzufügen. Na, siehst du. So, haben wir nicht. Noch eins? Nee. Tresor verschlossen. Okay, hier konnten wir Sachen lagern. Ich habe noch nichts gelagert. Ich schlepp alles mit mir rum. Okay. Na denn, Falk. Auf weiter. Furcht. Hatten wir denn noch Attributspunkte jetzt? 20. Wollen wir mit denen mal noch eben was machen? Haben wir denn irgendeine Waffe, auf die wir hinausarbeiten können? Nee, ne? Von denen hier irgendeiner? Da müssen wir in Stärke investieren. Ah, oh, nee. Da bin ich gerade zu lange raus, da warte ich mal noch. Ich würde sagen, wir machen einfach erstmal Falk sein Auftrag und dann gucke ich bei Gelegenheit da mal rein. Wo müssen wir denn jetzt noch weiter? Ist das noch ein Stückchen? Ja, das ist noch eine ganze Ecke ist das noch. Aber ich glaube, jetzt können wir einfach mal so ein bisschen durchrushen, mehr oder weniger, ne? Also wir haben jetzt echt gut abgeklappert, wie gesagt, die ganzen Ortschaften hier. Könnte natürlich auch Schnellreise machen, aber nö. Da schwimme ich lieber. Jetzt bräuchte ich nur was ich euch erzählen könnte, so nebenbei. Federvieh. Machen wir erstmal platt. An den Beißer. Stimmt, Federvieh waren ja die ganz normalen Hühner, ne? Ach, guck mal hier, Kräutchen.
Da ist Federvieh. Oh ne, hat hier nicht jemand gewohnt? Habe ich denen jetzt das Essen geklaut? Tut mir leid. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Okay, aber ich guck nur mal so grob rein. Aber hier liegt jetzt nichts rum, also glaube ich auch nicht, dass wir hier noch irgendwas finden. Was ist das? Was ist das für ein Turm? Doch, hier waren wir aber auch schon mal, ne? Hier liegt auf jeden Fall was Totes. Haben wir noch nicht gelootet. Ich weiß nicht, ob ich das war oder jemand anders. Zeig mal da oben. Ja, ne, sieht so aus, als wären wir hier schon mal gewesen. Hier überblicken wir das gesamte Tal. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Runde gehen wir dann weiter da lang. Dann machen wir von hier einen großen Hops. Und dann sollten wir eigentlich auch ankommen bei Falk seinen Leuten oder also Geschäftspartnern oder keine Ahnung, Auftraggebern. Und dann schauen wir mal. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis dann. Bye, bye.